Ich kann nicht sagen, dass das Ziel der USA und das Ziel von Deutschland darin liegt, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Ich möchte sogar sagen, dass meine Vermutung ist, rein aus der Beobachtung der Handlungen, dass das Ziel der USA und von Deutschland ist, dass die Ukraine sehr langsam und nicht verliert, aber dass dieser Krieg sogar möglichst lange dauert, vielleicht um Russland zu schwächen. Ich weiß es nicht. Aber genau diese Strategie wird und wurde uns nicht kommuniziert. Und wenn uns keine Zielsetzung kommuniziert wird und keine Strategie, dann stimme ich zu, dann bringt es überhaupt nichts, dass wir jeden Abend in Talkshows sitzen und über Panzer reden oder Offensivbewaffnung oder Defensivbewaffnung oder wer wie viel im Verbund mit wem liefert. Ja, arm wird ärmer, reich wird reicher, der Chef verdient das Fünffache. Die deutsche Wirtschaft denkt also neu darüber nach, wo sie künftig mehr investiert, Fabriken baut, Menschen beschäftigt. Kurz, wo Wertschöpfung stattfinden soll. Dabei geht der Blick nun auch Richtung Westen, Beispiel USA. Aber das Militär funktioniert wie eine Uhr. Es kann nur dann exakt die Zeit anzeigen, wenn all diese kleinen Rädchen und Schrauben ihre Rolle erfüllen. Und der Panzer ist ein Rädchen. Da fehlen aber noch viele andere Dinge, die dazugehören. Und denken Sie an die Domäne. Nur der Panzer selber wird die kritische Infrastruktur der Ukraine nicht schützen. Sie braucht also hier Luftabwehr. Sie braucht eine eigene Luftwaffe, wo Bundeskanzler Scholz gesagt hat, also über Kampfflugzeuge reden wir nicht mehr. Da schließen wir jetzt aber mal vorerst aus. Wie wollen Sie einen modernen Krieg gewinnen ohne Luftwaffe? Ich kann nicht sagen, dass das Ziel der USA und das Ziel von Deutschland darin liegt, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. In South Carolina investiert BMW 1,7 Milliarden Euro in den Bau neuer Elektroautos. Allein 700 Millionen in eine neue Batteriefabrik. Die Politik in Amerika legt sich mächtig ins Zeug, klatscht begeistert Beifall. Deutsche Firmen sind hier hoch willkommen. Der Senator von South Carolina, Lindsey Graham, feiert das BMW-Investment im Oktober 2022. Möge Gott BMW weiterhin segnen. Ich möchte sogar sagen, dass meine Vermutung ist, rein aus der Beobachtung der Handlungen, dass das Ziel der USA und von Deutschland ist, dass die Ukraine sehr langsam und nicht verliert, aber dass dieser Krieg sogar möglichst lange dauert, vielleicht um Russland zu schwächen. Ich weiß es nicht. Sie haben ja auch gesagt, die Amerikaner liefern immer gerade so viel, dass die Ukraine dann nachziehen kann. Kann man das pointiert ausdrücken, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel? Genau, diesen Satz habe ich schon mehrmals auch gebraucht, der bringt es auf den Punkt. Ja. Ich meine, der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett hat ja im Frühjahr versucht zu vermitteln. Und nach ist seiner so? Aussage, er hat das jetzt in meinem Interview sehr deutlich geschildert, hatte er auf beiden Seiten, sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite, eine relativ große Kompromissbereitschaft. Und er sagt, er war kurz davor, einen Waffenstillstand zu erreichen. Blockiert wurde es von den USA und von Großbritannien. Das sagt Frau er wirklich. Ja, okay. Naftali Bennett, über den reden wir. Genau. Ne? Und dieses Argument bringen Sie in letzter Zeit sehr häufig. Na, weil es zeigt, dass es mal möglich war. Der Krieg hätte zu Ende sein können. Das Zweite ist, Kherson wäre aus meiner Sicht durchaus die Möglichkeit gewesen, einen so einen K.O.-Sieg herbeizuführen, durch die Gefangennahme oder Einkesselung dieser 30.000 Mann. Dazu ist er nicht gekommen. Was ist passiert genau in diesem selben Zeitraum? Wir haben eine Reise von dem US-Sicherheitsberater Sullivan nach Kiew. Der wird dort nicht hingereist sein, um einen Kaffee zu trinken, sondern um klare Dinge zu besprechen. Wer recht hatte, woher nehmen Sie also die Sicherheit Nein, zu sagen, er hat gesagt, das der war Westen in greifbarer hat das blockiert. Nähe? Wörtlich hat er das gesagt. Der West blockt es. Sie braucht natürlich die Unterstützung dafür. Aber man sieht hier ganz klar, dass es auch von amerikanischer Seite auch versucht, hier Druck auszuüben. So wie bei diesen Heimatsystemen. Warum 20? Warum nicht 50 oder 100? Sie haben über 300. Aber warum hat die Ukraine dann diese 30.000 Mann abziehen lassen? Vermutlich konnten sie nicht anders. Also doch ein Deal im Hintergrund, der aber letztendlich politisch nichts gebracht hat, militärisch nichts. Sie können die Hand, die sie füttert, nicht beißen.
Ja, aber das ist jetzt eine Bewertung. Er hat damals versucht zu vermitteln und er hat deutlich gemacht, dass es nicht an Russland und der Ukraine gescheitert ist, sondern an Großbritannien und den USA. Und das ist doch eine Aussage. Er ist ja auch nicht der Einzige. Es gab danach nochmal Verhandlungen in Istanbul. Es gab danach nochmal Verhandlungen in Istanbul. Der türkische Außenminister sagt das Gleiche. Also Sie können natürlich sagen, diese Leute erzählen irgendwas. Auch der türkische Außenminister sagt, es hat am Ende daran gelegen, dass der Westen interveniert hat, dass man damals keinen Friedensschluss wollte. Rede nicht so wie die, so bist du nicht. Auch wenn du es gerne wärst. Für die bist du nur ein Freak. Wie ich. Im Moment brauchen sie dich. Aber wenn nicht, verstoßen sie dich wieder. Wie einen Aussätzigen. Weißt du, ihre Moral, ihr Kodex, ist ein schlechter Witz. Verworfen beim ersten Anzeichen von Ärger.